beim 1:2, 0:0 gegen Österreichs Serienmeister FC Salzburg hat sich Borussia Dortmund in einer erschreckend schwachen Form präsentiert. Nun steht das Team von Fußballlehrer Peter Stöger schon im Achtelfinale vor dem Europa League Knockout. Momentan ist es schwer für mich, das zu erklären. Minuten nach dem Ende der Partie wirkte Stöger ratlos. Die Analyse: In den ersten 45 Minuten war Leistung des Bundesliga-Tabellendritten noch akzeptabel, wenngleich nicht überzeugend. Nach dem Seitenwechsel und zwei Treffern der Salzburger durch den Kosovaren Valon Berisha in der 49. Minute per Foul Elfmeter und in der 56. Minute lief fast gar nichts mehr bei den BVB-Profis. Allein André Schürrles Tor in der 62. Minute macht noch ein wenig Hoffnung für zweite Begegnung. Das sagten die Trainer sehr dürftig. Seestöger Aussage war absolut zutreffend. Nichts mehr war zu sehen von dem Schwung, mit dem Borussen beim 1:1 in Leipzig am Samstag, zumindest über einen längeren Zeitraum. Das zeigten, was sie früher ausmachte: Offensivgeist, gutes Passspiel, Mut zum Risiko. Gegen Salzburg war BVB-Auswahl weit davon entfernt, ihren Ansprüchen genügen zu können. Und Gästecoach Marco Rose? Der wollte den Gegner nicht bewerten, sondern hielt eines auch das korrekt fest: Meine Mannschaft hat das einfach richtig gut gemacht. BVB Glück. Schon in der ersten Spielhälfte hätte Stöger 11 vor nur 53.700 Zuschauern in Rückstand geraten können. Torwart Roman Bürki musste gegen den freistehenden Südkoreaner Hwang Hee-chan klären. Der Abpraller wurde nach einem Schuss von Munastabe von Marcel Schmelzer, 36. kurz vor der Torlinie geklärt. Und dann setzte Hwang, 45. 1, noch einen abgefälschten Distanzschuss an den Pfosten. TORAKSV, ein unnötiges Eingreifen von BVB-Innenverteidiger Ömer Toprak 3 Minuten nach Wiederbeginn sorgte für den Strafstoß, den Berisha sicher verwandelte und dann das 2:0 nachlegte. Immerhin, Dortmund resignierte nicht und darf nach Schürrles 1:2 wenigstens noch hoffen. Es gibt Gott sei Dank ein zweites Spiel, bemerkte Stöger. Rose hielt sich zurück, weil auch er weiß, dass erst Hälfte geschafft ist, es ist noch nichts passiert. Dortmund wird seine Ziele mit noch mehr Nachdruck suchen.